Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Oh, die haben ja... Gut, hier unten habe ich mich sowieso noch nicht drum gekümmert. Wir wollten ja erstmal Neu-Ulm fertig kriegen. Und Neu-Ulm haben wir eigentlich fertig. Das freut mich. Aber wir haben letztes Mal gemerkt, okay, wir haben viel zu wenig Produktion in den Waren. Wir haben aber auch viel zu wenig Produktion in Stahl. Weil wir irgendwie zu wenig Kohle, beziehungsweise die Kohle hier viel zu langsam ankommt, obwohl die Kohle relativ voll ist. Warum wird hier nicht mehr... Wir haben doch voll Kohle, warum war der nicht voll? Okay, vielleicht müssen wir hier noch einen zweiten Zug, neuen Zug draufsetzen, der uns mal hier hilft. Wenn wir nur Geld hätten. Das ist natürlich jetzt eine große Scheiße. Aber wir können auch... hier die Kohle noch anzapfen. Vielleicht eine extra Bahn rüberlegen mit nur Kohle. Das wird mir zu, das wird mir zu viel, wenn man hier nur Kohle jetzt rüber schafft. Ich frage mich sowieso, warum jetzt so viel mehr Dings ist als Kohle. Ja gut, es wird doch weniger Kohle transportiert. Mehr. Der war doch wieder nicht voll. Der war doch vorhin gerade voll. Also langsam würde ich mich hier verarscht vom Game. Verlieren die Kohle unterwegs? So scheiße im Kleister. Wir müssten hier vielleicht nochmal ein bisschen Kohle rüber transportieren. Bringt aber uns aber auch nicht viel. Ach, die brauchen Kohle, damit die Eisen herstellen können. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist bestimmt alles nur durch den Emods, den ich hatte. Den ich draufgeladen habe. Oh, ist das mistig. Oh, was mache ich denn da? Da muss ich wirklich hier die Kohle anzapfen. Da kommt ein... Oh, 14 Millionen Minus. Das tut weh. Das tut weh. So. Dann müssen wir hier jetzt einen eingleisigen Dings uns hier holen. Und müssen uns ein paar Fahrzeuge holen, damit wir das jetzt mal schnell gemacht haben. Schade, dass wir jetzt keinen Kipper haben. Doch, wir haben einen Kipper. Geil. Aber nur eine Art, oder? Ja, der kann das leider nicht mehr transportieren. Geil wäre auch, wenn so einer jetzt Kohle transportieren würde. Das würde mich freuen. Aber das ist wohl das Einzige, der uns Kohle transportieren kann. Das ist... Naja, die hier können auch Kohle transportieren. Ah, das ist doch richtig mies. 1, 2, 3. Hier noch 1, 2, 3. Und dann holen wir uns noch von den Kippern. Die Kipper habe ich auch nirgendwo auf meiner Strecke. 1, 2, 3. Ah, kotzt mich an. Für die Kipper mehr haben. Die Kipper gefallen mir besser. Als... doch nicht die... Löschen. Löschen. Ich will die hier. 1, 2. Und dann müssen wir jetzt schnell die andere Strecke mal bauen. Damit man hier jetzt... das kotzt mich ja richtig an. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt eben nach und nach irgendwie kommt oder... So. Vor allem, man könnte auch hier Tram-Depot draus machen. Das heißt also, die Arbeiter kommen hier hin. One-way, side.
Street-Typ. Okay. Alles gut. Ich wollte gerade ein bisschen husten, aber hat doch nicht geklappt. Also dann muss ich eben diese Linie jetzt eben zuweisen, damit eben hier nur die Kohle transportiert. Kohle, Eisen. So. Eisen. Ja, gut, passt schon. Das haben wir mal ganz schnell zurück, so schnell wie es eben geht, damit wir noch, wenn wir noch Geld haben. Ja, das kotzt mich ein bisschen an. Jetzt können wir eben hoffen, dass eben so ein Mix jetzt raus ist, dass man eben jetzt hier manche Kohle auf die Bahn gehen, manche rüber. Das kotzt mich an. Naja, gut. So, Landstraßen. Bauen wir mal kurz hier ein bisschen was aus, damit das hier ein bisschen schneller geht. So. Nur ein bisschen was, weil wir wieder ein bisschen Geld haben. Hier runter müssen wir noch nicht. Das hier ist leider sehr schade, dass das nicht geht. War auch nicht möglich. Dann bauen wir eben so ihn jetzt aus und los geht's. Ja, seit dem letzten Part ist zwar nichts passiert oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Hier sammelt sich das an. Warum sie. Gut, ich habe die Straße verändert, deswegen wird das vielleicht jetzt gerade ein Problem gegeben haben. Und hier würde ich am liebsten noch ein Tram-Depot hinmachen. Einfach nur aus dem Style. Oder weil wir es haben können. Weiß ich nicht. Mal ausprobieren so ungefähr. Alter, die Kohleproduktion geht ja richtig ab jetzt. Das ist ja krank. Das gefällt mir. Ja, ich muss dann gleich noch einkaufen gehen, weil ich um 12 Uhr dann arbeiten gehe. Und ja, das ist schon mies. So, wir gucken mal hier. Hier ist zum Beispiel kein Bedarf. Hier ist noch. Also, vielleicht kommt das dann alles so nach und nach. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier zum Beispiel, hier wird auch Holz bedarft. Ach, jetzt wird hier Holz, deswegen. Gibt es auch keine Produktion hier? Ah, oder wird das Spiel eben nach und nach schwieriger? Oh, das ist ja richtig mies. Da fahren wir Holztransporte von hier nach unten. Gut, es ist natürlich jetzt scheiße, dass ich nur den kleinen hier habe, aber ich möchte ihn jetzt ungern noch umbauen. Jetzt müssen wir ja aufpassen. Das ist ja mies. Das Spiel wird gemein zu uns. Vielleicht ändert sich ja auch irgendwann mal. Ach, Mann. So. Also von da nach hier. Und hier müssen wir wirklich wieder sagen, Jo, pass auf. Wir wollen hier nur, dass ihr Holz abliefert, mehr nicht. Hier haben wir die, nee, Trams nicht. Wir wollen Straßenfahrzeuge. Nur Holz. Wie schnell ist der Volvo? Der Volvo ist, oder hat 8 Abteile, 80 km/h. Nee, mit zu wenig. Nehmen wir den. Der hat das nicht. Getreide. Baumstämme. Der für 80, dann machen wir eben eine Mischung hier draus. Nee, der. Ach man. Ist doch Scheibenkleister. Ich habe so viel für Bretter und alles, aber dann machen wir irgendwie hier eine Mischung draus. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Linien zuweisen, neue Linie. Hier. Dann hier hin.
Dann hier hin. Und dann hier hin. Da holen wir uns noch ein paar mehr Fahrzeuge. Okay, der kann plus Baumstämme eh fahren. Das ist gut. So, und Linie 2 ist das. Oh, das ist doch zum Lotzen. So. Party Arts. Kein Wunder, dass wir kein Essen mehr kriegen. Und ich könnte auch vom Schiff aus die Stadt noch beliefern. Das will ich aber auch gerne machen. Was fehlt denn in der Stadt hier? Trebs. Hier fehlt alles. Vielleicht können wir hier irgendwo... Ach du Scheibengleise, hier ist jetzt was am Essen los. ...152, das ist doch ein kleines Schiff. Das ist doch ein kleines Schiffchen. 152 Güter. Ja, das ist größer. Was macht hier? Essen, Trebs haben wir... Da haben wir den großen. Nee, haben wir auch plus 152. Dann verkaufen wir mal beide Schiffe. Wir tun uns die Merlin. Mit Fütterchen. Das geht doch so nicht, dass wir... 1, 2. Dass wir mit dem hier rumfahren, oder? 30 km/h, 152, 36, das ist ein bisschen schneller sogar noch. Depot verkaufen. Depot verkaufen. Achso, nee, hier. Linie zuweisen, alle, nee. Linien sind ja auch mal einzeln. Achso, hier. Essen Schmiedling. Und der geht nach Essen Trebs. Schließen, schließen. Schließen, schließen, schließen. Du drehst am besten gleich um. Du gehst am besten gleich Essen holen. Und Todesfälle, genau. Ah, der wird verkauft. Okay, gut. Ja, also. Wir können hier unten Werkzeuge und Maschinen herstellen. Das können wir alles mit dem Boot hochfahren. Nun muss man die ganzen Waren runterkriegen. Was natürlich ein Riesenproblem wird. Oder wäre. Aber ich liebe das eben, wenn so ein Riesenwusel hier auf der Strecke ist. Das ist einfach nur geil. Sowas liebe ich. Was sagen eigentlich unsere Flugzeuge? Jo, ab und zu mal mehr, ab und zu mal weniger. Das ist doch schön. Was sagen unsere Flugzeuge? Details. Macht mehr Minus als Plus. Ist mir auch egal. Fast egal. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Ab sofort wird auch Kohle hier angeliefert und... Die Produktion hier geht auch weiter. Das ist gut. Und das freut mich. Klar, jetzt wird irgendwie hier nichts mehr abgeliefert, aber... Also hier ab... Doch, hier wird abgeladen und wieder vollgeladen. Das ist ja sinnlos. Gut, so kommt aber immer wieder der volle an und das ist okay. Das freut mich. Solange das Eisen hier läuft, was sagen die? Die brauchen dreimal Kohle oder Holz. Stämme. Dann könnte man eigentlich mal... Wir haben noch hier Schlacke Holzbahn Neu-Ulm. Da haben wir die unterwegs.
Was ist denn, wenn ich hier noch... Jetzt muss ich gucken. Von hier aus fahren sie hier hin. Dann sollen sie hier hinfahren, bitte. Und dann sollen sie hier runterfahren. So. Haben sie eine größere Strecke, aber die können Holz runterschaffen. Das staut sich hier an, das ist scheiße. Deswegen kurz Pause. Abriss. Und Cargo 2, 3. Terminals, da haben wir den Holzbahn. Ulm, da haben wir die. Nee, so. Terminal 3. Gut, passt. Jetzt muss erst das Spiel wieder klarkommen, das ist aber okay. Also die Produktion muss hier hart steigen. So. Kommt hier unten jedenfalls wieder was an, Holz. Ja. Nicht gerade viel, aber es wird schon langsam irgendwann mal anlaufen. Oh, hier ist auch was los. Also hier haben wir zwei Dinger. Das heißt, wir müssen hier auch was bauen, weil es staut mich zu sehr hier, auch wenn hier viele Autos dazwischen sind, aber so, Abriss bestätigen. Zwei Terminals mit Drehen. Terminals fest und fest. Party. Es sind zwar eben viele, die jetzt arbeiten wollen, aber gut, okay. Das schaue ich mal drüber hinweg. Ich finde es auch dämlich, dass hier wirklich so hier... Gut, okay. Mit anhalten und... Das, glaube ich, wird schon alles. So, hier drüben, das wird auch 29 via Ober-Ulm. Ober-Neu-Ulm. Oh, was ist das? Ober-Neu-Ulm, hier. Das ist doch schön. Also wir bringen jetzt sogar Holz hin. Damit auch das mit Holz klappt. Dann müssen wir aber mal gucken... Da brauche ich hier aber noch ein extra Terminal für die. Also 4 ausbauen, anwenden. Terminals, 4 Holzbahnen Neu-Ulm. So. Und der Stahl läuft wie verrückt. LKW-Station Neu-Ulm. Also die schaffen das meiste hier runter. Okay, aber wir brauchen auch unter Neu-Ulm. Brauchen natürlich aber auch. Damit wir unsere Waren herstellen können. Holz haben wir, Bretter haben wir. Heute eigentlich auch mal gucken, wo jetzt eine Chemiefabrik ist. Die haben ja auch noch nie angezapft, eine Chemiefabrik. Das ist natürlich schade. Nach Produkten... Hier. Riedbach. Riedbach hat eine... Das ist natürlich... Gut, so, also, ja, nie ganz gut. Also wir brauchen hier unten noch dann, das aber, ich glaube, darum kümmern wir uns im nächsten Mal. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.